Gut, dann leg dich jetzt auch mal hin. Der Small Height Stretcher habe ich 2 Stück von, tatsächlich. Ich habe 2 Stück gemacht, obwohl ich sie eigentlich nicht brauche. Ja, und ich kann sie nicht bewegen. Nein, ich kann sie nicht bewegen. Was ist mit dem anderen? Wolfheits. Tote Wölfe, ein bisschen Fleisch, tote Wölfe. Geh mal auf, ein bisschen Fleisch. Noch ein Brain und Skullcap. Ja, komm hier, da kann ich noch das Ding ausnehmen. So. Das Ganze nochmal. Allerdings bitteschön hier mit. So, jetzt nimmst du dir noch ein scharfes Objekt dazu und kannst loslegen. Das Fleisch interessiert jetzt noch nicht so wahne. Ist jetzt noch nicht so wichtig wie die anderen Sachen. Okay. Ich habe dein Gehirn. Ob dem Wolf das gefällt? Erstmal ablegen. Und natürlich deine Schädeldecke. Die muss erst geöffnet werden. Nein. Er hat erst das Gehirn genommen und dann die Schädeldecke geöffnet. Geht auch. Sollte man vielleicht anders machen. Wäre also auch noch zu überdenken. Gut, wir haben hier oben noch irgendwo... Nee, Entschuldigung, der war hier unten. Dann kann ich das Campfeuer übrigens mitnehmen. Kann ich nichts mitmachen? Nein. Dann kann ich echt nichts mitmachen. Naja, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert halt es nicht. Oh, Hasenfüße. Oh Mann, 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 Mann. Ich könnte mir übrigens auch ein Hasenfuß-Necklace machen. Warum eigentlich nicht? Das soll glücklich machen. Wisst ihr was? Ich mache mir gerade mal eins. Ich habe ja alles dafür da. Da geht zwar jetzt ein Seil für drauf, aber Gott, was soll's. Machen wir jetzt mal. So. Vielen Dank für Speis und Trank. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Einmal canceln, wir sind nämlich fertig und dann lege ich dieses Hasen-Necklace auch um meinen Nacken. Ich packe es und ziehe es einfach um den Nacken rum. Holla die Waldfee, bringt das jetzt Glück? Ich glaube schon. Und das müsste man nämlich eigentlich an den Werten sehen. Moment, wo sind sie? Die Known Skills, Character Skills. Die schiebe ich mal hier rüber. So, das müsste eigentlich bei den Attributen sein. Oh, Charisma Level 4. Uiuiui, Level 7 Stärke. Junge, Junge, da gehe ich aber ganz schön ab hier. Wie sieht es mit der Steinarbeit aus? Naja, Level 5 nicht so doll. Bei Holz müsste es Level 3 kochen, kann ich noch gar nicht. Immer noch Level 1. Ich habe Feuer gemacht. Na gut, ich blende das jetzt mal aus. Ihr habt jetzt mal so einen Einblick bekommen in diese prähistorische Welt, die es hier gibt. Diesen Prehistoric Simulator Vantage. Nur für euch generiert von einem, der es ebenso gerne spielt. Ja. Also ich mache jetzt mal ohne euch weiter. Ihr müsst jetzt nicht weiter zuschauen. Ihr habt gesehen, wie das Ganze funktioniert. Also am Anfang sucht euch auf jeden Fall diese Lines da. Entschuldigung, Lines sind jetzt halt mit Seilen gemeint, ne? Diese Pflänzchen da. Bindet euch etwas zusammen und dann könnt ihr schon loslegen, eure Behausung zu bauen. Ja, wir können hier große, große Behausungen bauen. Pflanzen lassen sich, wenn ihr die öffnet, ebenfalls diese Tomaten hier zum Beispiel, lassen sich die Tomaten öffnen und dort die Samen rausnehmen. Wir haben hier zum Beispiel Tomatensamen. 3 Stück liegen schon hier rum. Tomatenpflanzen, Tomato Plant, da ist jetzt gerade nichts drin. Ich müsste zum Beispiel, was ist das denn? Tomatensamen. Och, wie schön. Naja, ich könnte mal hier hingehen, so. Das mache ich jetzt gerade noch. Dann gehe ich auf das Farming.
hier ganz unten und kann erstmal sagen, ich möchte hier ein Loch buddeln. Na, Moment. Ich muss natürlich vorher erstmal die Gegend durchsuchen, damit er das alles auch sieht. So, jetzt kann ich hier aber ein Loch buddeln. Oh ja, ein Krankenwagen fährt hier gerade vorbei. Ist nur ein kleiner, länglicher. Dürfte also nicht großartig was passiert sein. Na komm, mach das Loch. Mach das Loch. Successful. Ich guck mal nach unten irgendwo. Da, jetzt hat er das Loch gemacht. Tatsächlich. Gut, ich durchsuche nochmal diese Gegend. Gehe dann auf diese Tomatensamen, pack mir einfach ein und schieb den da rein. Obwohl, das funktioniert ja, glaube ich, gar nicht. Nee. Plant Seeds, Craft Item. Dazu brauche ich Farming Soil, das ist das hier. Und den Samen. So, den Samen habe ich ausgewählt. Farming Soil muss er sich jetzt selber auswählen. Auf geht's. Pflanzt sie dort rein, bitte. Wenn ich die Pflanze gieße, was ich noch nicht gemacht habe, also dieses Water Soil oder Create Compost, dürfte es... Oh, Compost Soil geht auch. Was brauche ich denn dafür? Dürfte es schneller gehen mit dem Wachsen? Ich brauche Compost und Farming Soil. Und aus Compost mache ich Compostable und Sharp Object. Ja gut, ist Tomato Seed Compostable? Nein, aber die Tomatenpflanze selber. Gut, die hier wächst jetzt erstmal fröhlich vor sich hin. Weg damit. Wir nähern uns der Nacht, der auch so finsteren Nacht. Die Sonne geht unter. Und ich habe so viele Fenster offen. Die lassen sich übrigens auch in der Größe hier noch variieren, wenn ihr an der richtigen Stelle packt und zieht, wie ihr seht. Wir können sie ganz, ganz groß machen, wir können sie auch ganz, ganz klein machen. Aber diese Größe reicht eigentlich aus. Und gut, ich mache sie jetzt mal so, dann sieht man etwas mehr. Alles klar. Gut, behalten wir uns das Ganze. Oh, die Pflanze wächst. Ihr merkt euch vor, Vantage, das Spiel für jedermann.